Sonntagabend Backstage auf der Festung und das aus gutem Grund, denn in wenigen Augenblicken geht es los. 40 Jahre Bühnenjubiläum Roberto Capitoni. Dabei siehst du noch gar nicht so alt aus. Ja, ich bin 39,5, aber wir haben ein bisschen geschummelt. Was passiert heute? 30 Künstler, jeder hat 6 Minuten, wenn ich da richtig informiert bin. Wie geht das? Mit Eieruhr? Mit Disziplin. Und du weißt, Komiker haben überhaupt keine Disziplin. Nein, aber ich habe den allen gesagt, Jungs, ihr müsst euch echt kurz halten. Und Mädels, 6 Minuten, weil sonst ist die Show morgen früh, machen wir dann Frühstücksshow auch noch. Und ich denke schon, dass sich alle, die haben ein bisschen was vorbereitet und es geht dann ratzfatz auch kurzweilig für die Zuschauer, das ist der Hammer. Also es ist ein, wer da nicht lacht, der weiß ich auch nicht. Wir sind sehr, sehr gespannt. Königswetter hast du ja auf jeden Fall, nicht? Aber gibt es da eine Reihenfolge? Wie hast du das Programm geplant? Wissen die Leute selber, wann sie auftreten sollen oder entscheidet das los oder sitzen die mit im Publikum? Erzähl mal. Ich wollte zuerst ein Losglück machen, aber es ist für manche schwierig, weil die müssen ein Headset anziehen, der andere braucht einen Aufbau, der andere braucht einen Tisch, der andere braucht ein Mikro. Jetzt habe ich eine Reihenfolge geschrieben und immer so ein bisschen Abwechslung. Der eine macht mehr Stand-up, der andere ein bisschen mehr was Ruhiges oder ein bisschen was mit Musik. Und ich mache auch 2 Nümmerchen und mehr möchte ich nicht, weil ich möchte auch da sitzen und ein Bierchen trinken und das genießen. Und die Kollegen feiern ja mit mir mein 40-Jähriges. Nicht nur ich, sondern das sind ja alle. Mit manchen habe ich ja wahnsinnig viele Auftritte gehabt, mit denen nie gelungen. Die sind komplett hier. Aber vom zeitlichen und allem Aufbau konnte man nicht machen. Aber alle 4 sind da. Also es ist wirklich ganz toll. Bist du denn selber noch so ein bisschen wibbelig nach 40 Jahren und jetzt so eine große Show, sage ich mal, mit so vielen alten Wegbegleiten, alt in Anführungsstrichen, du weißt, wie ich das meine. Doch, schon einige sind schon alt. Natürlich bin ich aufgeregt. Das ist ja ein ganz anderes Event als normal, weil es ist ja... Für mich kommen die alle. Die sind ja wirklich, der eine kommt aus Hamburg angereist, der andere aus Berlin, der andere aus München, der andere aus oder hier in der Umgebung. Die sind ja alle für mich und spenden den Tag. Gut, die können frei saufen, frei trinken und das ist für Komiker schon mal genug. Kriegen eine, stell dir einen Kasten Bier, dann machen sie alles. Kriegen eine Unterkunft, manche wohnen ja sonst eigentlich im Wald irgendwo. Ja. Nein, aber die feiern mit mir das und das, ich bin anders aufgeregt als sonst. Das ist kein normaler Auftritt und das ist alles super. Da kommt schon der Hegel und stört die ganze Veranstaltung, aber vergessen. Aber was denn? Ja, dann komm auch dazu und sag Hallo. Jetzt kannst du. Du bist ja noch gar nicht aus der Welt raus. Ich weiß aber nicht, ob die Kamera euch da so hat. Jetzt singst du auch ein Happy Birthday. Happy Birthday, schweres Gerät. Er kann den Text nicht. Ja, also so geht's hier Schlag auf Schlag und ich mache hier so ein bisschen Backstage und guck mal, was die Kollegen alle so über dich zu erzählen wissen und wünsche dir toi 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 für die nächsten 40 Jahre. Dankeschön, nächste 40 Jahre bin ich Jopi Hestas auf der Bühne. Hallo, ich hab noch einen Witz und alle im Zuschauer schon am Schlafen. Ich boller dich gerne mit dem Rollstuhl rein. Also gerne, da freue ich mich. Woher kennt ihr euch und deine Glückwünsche für ihn? Also Roberto und ich kennen uns, glaube ich, seit gefühlten, ich glaube, wir haben uns damals bei Jesus schon kennengelernt. Einer der ersten, die ich kennengelernt habe auf meiner Comedy-Tour, bei den ersten Schritten war der schon dabei. Und immer so ein herzlicher, kollegialer Kollege, endlich trifft das Wort mal wirklich zu, dass klar war, als Roberto gesagt hat, ich mache da was, da sagt man ja, bevor man die Frage verstanden hat. Alles Gute, lieber Roberto, du bist ein Knaller, du bleibst ein Knaller, ich freue mich sehr dabei zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Roberto, 40 Jahre, das kann überhaupt nicht sein, weil ich erinnere mich, wie ich vor 25 Jahren oft in deinem Vorprogramm habe dann einen Gag gespielt. Der Veranstalter kommt entsetzt in meine Kabine und sagt, du hast einen Gag vom Roberto Capitoni weggespielt, jetzt fällt sein ganzes Programm zusammen. Und wir hatten damals das Problem, dass wir zu dritt waren, aber die Gage war 200 Mark, wir konnten das gar nicht teilen, aber trotzdem war das ein schöner Abend. Happy Birthday. Roberto Capitoni und ich kennen uns, weiß nicht warum, aber wir kennen uns. Und Happy Birthday, und ich jetzt sage einfach, wie viel L hat das Happy Birthday? Sag mir, Kameramann, weißt du nicht, 26. La 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 la. Ich sing zu Ende. La 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 la. Happy Birthday, Roberto. Alles Gute. Hallo, mein liebes Studio. Hier spricht Abdel Karim. Wir sind hier live in Koblenz, wie man sieht. Ich kenne Roberto schon sehr lange. Ewigkeiten kann man sogar sagen. Man könnte sagen, schon ein bisschen länger als gestern. Und wir haben uns auf einer Comedy-Show kennengelernt. Ach ja, Geburtstag. Auch wir haben mitbekommen, dass er Geburtstag hat, weil hier läuft gerade die Party. Es geht hoch her, die Leute haben Spaß und feiern. Und auch ich gratuliere ganz herzlich Herrn Capitoni zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum. Roberto kenne ich schon ewig. Ich glaube von Nightwash. Ich glaube, kennengelernt haben wir uns bei Nightwash das erste Mal und dann über den Quatschclub. Also wir waren ja da viel auch auf Tour gewesen und wir haben uns von Anhieb gut verstanden. Er Koblenzer, halb Italiener, ich Mainzer und... kein Italiener, aber habe italienische Freunde. Wir haben uns gut, 40 Jahre Freunde, 40 Jahre, leck mich am Arsch, oder? Ich mache das jetzt 16. Also gut, ich hätte es auch gern schon 40 Jahre gemacht, wollte eigentlich Rockstar werden.
hat aber nicht funktioniert. Und dann bin ich Comedian geworden. Das ist ja oft so, dass viele, die kein Rockstar geworden sind, dann irgendwann anfangen, um Zeug zu babbeln und dann sowas Ähnliches waren. Aber wir kennen uns ja mal schon Videos zusammen gedreht und da war bei mir auch schon in der Casa Matende und sowas. Also da ist schon eine etwas längere Freundschaft, wäre vielleicht jetzt übertrieben, ist immer schwierig unter Kollegen, aber eine gute Freundschaft, Kollegenfreundschaft haben wir. Ja. Und Roberto, 40 Jahre, Respekt, Alter, Respekt. Lieber Roberto, ich gratuliere natürlich ganz, ganz herzlich zum 40. Bühnenjubiläum. Ich war gerade eben schockiert, als ich gehört habe, dass es wirklich schon 40 Jahre sind, aber es hätte mich nicht wundern sollen. Ich habe gehört, du warst einer der ersten Künstler in Deutschland, die durchgeimpft waren. Insofern lässt das ja auf deine lange Bühnenzeit zurückblicken. Wir kennen uns noch aus der blauen Bivel, als ich als Jungspund mit Grünspan hinter den Ohren mit den Comedy Crocodiles in der blauen Bibel gespielt habe und wir haben auf dich hinaufgeschaut. Wir haben dich bewundert, wir haben dich verehrt und wir finden dich immer noch klasse. Und deshalb gratulieren wir dir ganz herzlich. Ich denke mal, ich mache das einfach mal im Namen meiner Kollegen, die inzwischen ja, erfolgreiches Start-up-Unternehmen in der Schweiz gegründet haben. Und ja, freue mich auf den heutigen Abend.